Weiter geht's. Zu Hank neutral, das ist immerhin immer noch das beste Verhältnis, was wir je zu ihm hatten. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Was für ein Scheiß. Ich habe ein mieses Gefühl, Lieutenant. Wir sollten nicht hier sein. Mieses Gefühl, hä? Lass dein Programm überprüfen. Ist vielleicht defekt. Boah, so gemein, er. Ich meine, okay, der mag mich sowieso nicht, also ist auch egal. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ja, immer rein da. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Vornehm hier, sieht gut aus. Dann analysieren wir doch mal. Amanda. Ah, Amanda, das ist die Amanda, Professorin für künstliche Intelligenz in der University of Colbridge. Okay, Moment, gestorben. Irgendwas passt da doch nicht. Lesen. War echt spannende Lektüre. Ein RT-600 bestand als erster Cyberlife-Android den Turing-Test. Den ganzen Tick. Da kann ich lesen, da kann ich mich hinsetzen, das will ich aber nicht. Du dir schenken. Sie ist hübsch. Ja. Gut. Nette Hütte. Ja, definitiv. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Ich habe zwar noch nicht viel von der Hütte gesehen, aber vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. So ganz schlecht sieht's hier nicht aus. Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Auch irgendwie interessant. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. So, einmal kurz hier nochmal gucken. Mein Chat hat sich, glaube ich, aufgehangen. Nee, heute nicht. Alles klar. Nö, passt alles. Gut. Elijah empfängt sie jetzt. Auf geht's zu Elijah. Mr. Kemsky? Alles klar, rotes Wasser. Interessant. Einen Moment bitte. Ja. Das will doch keiner sehen.
Na dann lass dich schmökern, du. Guten Appetit. Ich weiß noch gar nicht, was ich heute Abend esse. Mal gucken. Ist das so Wasser, so spezielles Wasser, in das auch Androiden rein können, damit sie nicht... So, man kennt ja Badewanne und Föhn. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Apfelsaft, auch gut. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Erstmal frühstücken klingt doch super, guten Hunger. Auf die Antwort bist du programmiert. Besser spät als nie. Aber du... Was möchtest du wirklich? Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe? Wie gesagt, lass es schmecken. Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist... ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön. Für immer. Oh, jetzt will er, dass ich reagiere. Aber wenn ich reagiere, dann macht er mich bestimmt platt. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können was wieder was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen. Mit einem freien Willen. Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Hängt mit Verschwindung. Also geht's. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten. Ich will die Nasche.
Ja, ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Das stimmt gar nicht. Meine Mission war, Hank zu folgen. Für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Ja, zwischen drei Übeln wählen zu müssen. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Also mit anderen Worten, drückt einfach Not aus und dann war's das. Toll, danke. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid, okay? Vielleicht war es richtig so. Was? Ich bin mit dem warm? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich jetzt so... Wow! Cool! Ich bin mal mit Hank warm. Oh, die Mission wäre aber sonst ein bisschen länger gewesen. Guck mal, hätte ich noch zwei Sachen machen können. Die habe ich jetzt nicht gemacht. Und hier ist auch direkt ein anderer Start der Mission, wenn man, ich vermute mal, anders startet. Ja, ich so, wow! Das hatte ich echt nicht glaubt im ganzen Spiel jetzt erst einmal und dann ist es aber auch im gleichen Gespräch wieder runtergegangen. Achso, ich kann schon was machen, okay. Da das hier hinter mir ist, gucke ich erstmal nach hinter mich. Wow. Ja, ich benutze das, dass ich sehen kann, wo was ist, damit ich wirklich auch optimal entscheiden kann, was ich mache. Mit einem Klavier spielen ist auch mal gut. Klimpern wir wie in Little Nightmares oder können wir das hier besser? Oh, wir können das besser. Ja, es ist besser als in den Nightmares. Definitiv. Das machen wir jetzt noch eine halbe Stunde? So, Privatkonzert? Okay, nee, ist zu Ende. Gut, dann setze ich mich nicht in den Stuhl noch rein. Mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Klar, wir wollen ja auch was revolutionieren hier. Du wirkst nachdenklich. Ja, ich habe ja auch gesagt, dass ich nachdenke. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an.
Und unheimlich. Zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Wir haben ja keine Gewalt benutzt. Und darauf haben sie viele von uns verbrannt. Aua. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Jetzt bin ich ja neugierig. Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? Wie oft ich eins wähle. Wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Wow. Autsch. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg.